Ich habe mich an die Empfehlungen letztlich auch der Bundeszentrale gehalten, insbesondere erstmal diesen Basisfilm geschaut. Und der war ja mit Interviews untersetzt, das heißt also diese Module, die letztlich die Grundlage bilden, dann auch für die Beurteilung des Films durch die Schüler. Die Empfehlung, dass die Schüler es zu Hause schauen, der bin ich jetzt nicht gefolgt, weil meine Erfahrung ist, dass man das doch im Rahmen des Unterrichts machen sollte, damit auch wirklich alle es geschaut haben. Da habe ich insbesondere mich auf diese Rede von Goebbels bezogen über die Rolle des Films als Propagandamittel und dann auch das als Grundlage genommen für das Gespräch zum Film und habe auch im Anschluss ein Interview eines, ich glaube, es war dieser Journalist, der den Shoah-Film erstellt hat, der zumindest ganz bewusst darauf verzichtet, Propagandafilme aus dieser Zeit zu verwenden. Den habe ich auch mit als Grundlage genommen, um letztlich auch mit den Schülern darüber zu sprechen, ob man so etwas überhaupt heute einsetzen sollte oder nicht. Und das war doch recht spannend gewesen, weil für viele Schüler das zumindest diese Frage überhaupt zum ersten Mal gestellt wurde. Und auch für mich war das zumindest doch auch interessant zu sehen, dass viel Material, was auch in Dokumentationen, die auf verschiedenen Sendern laufen, doch im Ursprung Propagandamaterial sind und so nicht immer deutlich zu erkennen sind. Also ich habe das eingesetzt in den Geschichtskursen und in einem Kurs bin ich thematisch, hat es sehr gut gepasst, weil ich das einbinden konnten in eine Unterrichtsreihe zum Thema Völkermorde im 20. Jahrhundert. Und da habe ich das Thema Holocaust dann ausgebaut, auch mit Hilfe dieses Materials. Und zumal ja das in der Oberstufe letztlich eine Art zweiter Durchgang ist, konnte man dann auch, wenn man so will, sogar vom Lehrplan her sehr gut begründbar, nicht mehr an sich den Vorgang besprechen, sondern konnte jetzt auch schon mehr reflektierend im Unterricht vorgehen und insbesondere dafür ist das Material sehr gut geeignet, weil die Grundzüge des Holocaust und Zahlen, Fakten sind den Schülern bekannt in der Oberstufe und hier kann man durchaus neue Aspekte einbringen, insbesondere eben solche Beurteilungsfragen, die rund um den Film sich erstellen. Die Schüler in der Klasse 11 sind zwischen 17 und 20 Jahre. Wir haben also durchaus auch ältere Schüler, weil wir ein berufliches Gymnasium sind und dann verschiedene, ja, biografische Wege letztlich dazu führen, dass die Schüler auch etwas später das Abitur dann anstreben. Das ist immer gut, insbesondere bei solchen Materialien, dass die Lebenserfahrenheit sorgt auch dafür, dass durchaus die Positionen besser begründet werden, so ist meine Erfahrung. Also 16-, 17-Jährige, insbesondere denke ich eben, das Material ist für die Oberstufe geeignet. Insbesondere ist ja auch diese Medienurteilskompetenz, die ausgeprägt werden soll, bezieht sich dann sozusagen nicht nur auf die Schüler, sondern auch auf die Lehrer, um nochmal zu reflektieren, okay, viele Materialien, die aus dieser Zeit eingesetzt werden, sind letztlich von den Tätern erstellt worden. Das fand ich interessant, das fanden auch die Schüler interessant. Die Diskussion lief ja dann in diese Richtung, sollte man überhaupt dieses Material einsetzen, dass die Schüler gesagt haben, nur auf Zeitzeugen zu gehen, finden sie nicht gut. Sie finden es doch gut, dieses authentische Material zu nehmen. Insbesondere wenn der Hintergrund bekannt ist, fanden sie das durchaus einsetzbar und das sozusagen dieses Tätermaterial sollte man verwenden. Auf jeden Fall. Also das war für mich ein ganz neuer Aspekt. Man kann eben diese Ausschnitte, die ja doch allgemein verwendet werden zum Warschauer Ghetto, doch jetzt einen ganz anderen Kontext stellen. Und damit kann man auch so allgemein diese Frage aufwerfen, inwieweit Materialien, die als Propagandamittel geschaffen wurden, eingesetzt werden, um eben diese Zeit im Unterricht zu behandeln. 2+.